Haben wir dafür irgendwas anderes? Den da zum Beispiel. Das ist ein Trank der Geschütztheit. Nicht zu Minz, sondern zu ihr. Und Minz kann mal. Ja, doch. Fürs Erste die an sie abgeben. Beta ist voll, ich glaube sie. Dann. Räumen wir das Horn da rein. So. Haben wir noch irgendwas? Ja, das Zepter der Wiederbelebung könnten wir theoretisch auch da reinpacken. Das ist dann nur zu schwer für sie. Oder sind es die Tränke? Die Tränke sind's. So. Jetzt ist der Behälter wieder voll. Ach ja. Der immer volle Beutel ist voll. Ist doch recht schön. Minsk und Bo. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ein Unwägbarkeitstrank und ein Schnelligkeitsöl, das kennen wir ja irgendwoher. Wird aber beides hier nicht mehr reinpassen. Komm, die Sachen, die die Leute sowieso tragen sollten, werfen wir mal hier raus. Geben beides zu Keldorn, das ist Questgegenstand. Der kann hier hin. So. Die teilen wir mal kurz auf. Und nehmen einen kräftigen Schluck, da sind sie auch weg. Jeder Hamster stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Du hast überhaupt nichts Besonderes. Und du auch nicht, naja. Helebarde, die wir wieder mal nicht identifizieren können. Drachenodem plus 4. Wow. Haben wir Minsk nicht eigentlich jetzt Helebarden gegeben? Ja, hätten wir theoretisch. Mit der Helebarde hätte jetzt ein ETW von minus 1 wieder. Weil die ist sehr stark, die Helebarde. Erstmal ein ETW von minus 4, dann ein W10 Schaden. Plus 1 Kälte, Feuer, Elektrizität, Säure, Gift. Das ist eigentlich wie der Flegel der Elemente. Nur halt in Helebardenform. Also perfekt für Minsk. Ja, was immer ihr wünscht. So, da wir das erledigt haben, können wir hier unten wieder vorbei. Okay. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Fort nur, wenn ihr es wollt. Los, also hier lang? Oh, hier liegen noch Bolzen und Schmuck rum. Ach, das ist ein Pfeil, okay. Und die beiden Sachen können nicht weg, also kommen sie zum Minsk. Das ist ein Pfeil, den wir. Der Pfeil der Detonation, yay. Ja. Natürlich. Aufverstanden. Oh, aber hier haben wir Bolzen übersehen. Aber das sind normale Bolzen. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. So, da ist unser Kumpel. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Gut, da ihr. Merkt euch das gut. Gut, da seid ihr ja. Ich habe mich schon gefragt, wie lange ich noch zwischen diesem trostlosen Felsen warten muss, bis ihr erscheint. Aber euer Zeitgefühl hätte nicht besser sein können. Ich spüre, dass die Delfinen bald in unserem Einflussbereich kommen und ich kann sie sicher aus der Astralebene ziehen. Habt ihr noch Fragen vor dem Gefecht, Weldrin? Dann schnell.
Wen genau sollen wir hier retten? Gibt es irgendetwas, was ich über den Kampf gegen die Delfinen wissen sollte? Es tut mir leid, dass ihr bestraft wurde. Ich wollte die Zofe läufst nicht erzürnen. Nein, keine Fragen. Gibt es irgendetwas, was ich über den Kampf gegen die Delfinen wissen muss? Nicht viel. Schlagt schnell zu, ehe ihre Metallkräfte euch hilflos machen und sie euer Hirn ohne Hast verschlingen können. Schützt euch, wenn ihr könnt. Aber genug geredet. Ich spüre, dass die Delfinen sich nähern. Wartet nur und ich werde sie aus der Astralebene herausholen, wenn sie nah genug sind. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Das macht Spaß! Das wo? Führt mich an, mein Freund. Mhm. Das hat sehr gut geklappt. Nämlich gar nicht. Keine große Herausforderung. Ja? Ich tue, was ich tun muss, was wenn ich es tun muss. Was passiert, wenn ich da sein klinge? Merkt euch das gut. Ihr benehmt euch nicht gerade wie eine Dorf, wenn ihr wegen einer solchen Schwäche Sympathie zeigt. Macht euer Herz starr, sonst zerstört ihr die Fieden. Das würde mich mehr erfreuen als eine Entschuldigung. Obwohl mir die Geste hinter euren Worten gefällt, Zofe Imai hatte eine wahre Freude daran, die Strafe auszuführen. Es war schlimm. Ah, genug geredet. Ich spüre, dass die Delfinen sich nähern. Wartet nur, ich werde sie aus der Astralebene herausholen, wenn sie nah genug sind. Okay. Ich helfe, wo immer ich kann. Waffen. Minsk. Ja. Hast. Ja. Schutz vor dem Bösen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Okay, okay. Incurtus Pulcrum. Prisi Alia Ferus. So, da kommen die Delfinen. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Und da kommen Feuerbälle von uns. Ich warte. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Ihr schon wieder. Es wurde an der Zeit, dass meine Entführer besiegt wurden. Ich bin ganz schon zu glauben, sie würden schließlich doch noch ihre Delfinenstadt erreichen. Ich grüße euch, Fair Tochter der Ardolenz. Ich hoffe, ihr seid unversehrt. Wer ist das, oder, Fane? So, so, die Mutter Oberin hat euch also geschickt, ja? Wie muss euch das gequält haben, dass ihr euer Leben riskiert, nur um das meine zu retten? Ich habe getan, was mir befohlen wurde. Ja, das habt ihr, wie es jedes Männchen sollte. Ihr habt euch wacker geschlagen, nehme ich an, und an ihr und eure Begleitung. Wer ist dieses Weibchen neben euch? Das hier, das ist... Ich bin sicher, sie kann für sich selbst sprechen, Männchen. Ist das richtig? Ihr habt eine Zunge, ja? Wer seid ihr? Ich bin Veldrin von Shednassad. Meine Person tut nichts nach. Ihr habt vielleicht Nerven, gute Frau. Wir haben euch gerade vor den Delfinen gerettet und euch fällt nichts Besseres ein, als uns zu beleidigen. Ich bin Veldrin. Ach, tatsächlich. Ein Fremder. Wie überaus merkwürdig. Wir sollten uns eingehender unterhalten, ihr und ich, wenn wir nach Usnatha zurückgekehrt sind. Ich werde allein in die Stadt zurückkehren und der Mutter Oberin über euren erfolgreichen Dienst berichten, Solafin. Ihr habt euch als nützlich erwiesen. Ihr solltet dankbar sein. Ihr wollt allein zurückkehren? Nein, was wäre, wenn ihr wieder in Gefahr geratet? Ich übernehme nicht die Verantwortung für...
Ich weiß, eure rührende Sorge zu würdigen, Solafane, aber ich bin imstande, mir selbst zu helfen. Und es ist mein Befehl, euch bleibt also gar keine Wahl. Verdammtes, arrogantes Weib. Möge ihr die Spinnenkönigin Gift in ihr schwarzes Herz spritzen. Oi. Ich werde ihr folgen, um sicherzustellen, dass ihr übertriebenes Selbstvertrauen sich eine Gefahr bringt. Geht allein in die Stadt zurück, Vaedrin. Ich werde euch am Eingang der Stadt wieder treffen. Ja, ein paar Feuerbälle und ordentlich draufhauen, das nützt immer gegen Illifiden. Ja. Ich habe Fair gerettet, die Tochter der Mutter Oberin. Sie kannte Solafane und zeigte auch an mir ein flüchtiges Interesse. Sie ist selbst in die Stadt zurückgekehrt. Solafane folgt und befahl mir, ihn in der Stadt beim Tor zu treffen. Gut. Wie sieht's eigentlich so mit Waffen aus? Ja, wir hätten theoretisch... Hätten wir hier die Flegel. Die allerdings nicht so gut sind wie die Flegel, wie der Flegel, den ich selber trage. Und identifiziert sind sie leider auch nicht. Also ja, das Zeug identifizieren und bei den Dwarf verkaufen wäre eine gute Idee. Auch hier Zeug verkaufen. Also Dwarf-Zeug verkaufen. Ob ich Lilalkor hier verkaufen will, ist eine andere Sache. Weil irgendwie macht Minz mit der Helebarde gerade sehr viel mehr her. Vor allem was Schaden angeht. Das ist der falsche Eingang. Das ist der richtige Eingang. Natürlich. Und ja, wir können mal kurz bei Minz gucken. Anzahl der Angriffe nur 4, okay. Nicht 5. Maximum ist wohl 4. Außer ich habe nicht drauf geachtet und er hat mit der Hellebarde nur 2. Er hat mit der Hellebarde wirklich nur 2 Angriffe. Weil Hellebarde nur auf ein Punkt ist, nicht auf 2 Punkte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Ihr seid doch noch zurückgekommen. Gut, es war schon schlimm genug, dass ich mich um versichere Küche kümmern musste. Da wollte ich mich eigentlich nicht auch noch mit der euren befassen. Ja, die Tochter der Mutter Oberin ist sicher heimgekehrt. Ihr habt uns einen hervorragenden Dienst erwiesen. Ich hörte, die Mutter Oberin ist erfreut. Fähre lässt euch außerdem einen Befehl zukommen, den ihr befolgen müsst. Ihr sollt sie in der Taverne in der Stadt treffen. Sie möchte euch sprechen. Ich frage mich allerdings, warum. Und nach euch fragt sie ebenfalls, Solafane. Ihr alle dürft in der Taverne rasten und euch entspannen, als Belohnung für eure Dienste. Aber zu verläuft's, ich will gar nicht. Wollt ihr euch eine zweite Strafe verdienen, Männchen? Ihr werdet tun, was sie verlangt. Innerhalb des nächsten Tages will sie euch alle in der Taverne sehen. Die Zeit läuft, das ist alles. Ja. Hier sind... Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven! Vergebt mir die Unverschämtheit, dass ich euch anspreche, ehe mir die Erlaubnis dazu erteilt worden ist, aber ich muss euch für einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten. Fortwurm, ich habe keine Zeit für Blödsinn. Sagt schnell, was ihr wollt, Sklaven, da habe ich ja wenig Geduld mit euresgleichen. Was wollt ihr? Werdet ihr schlecht behandelt? Oh nein, ich bin höchst zufrieden mit meiner Anstellung bei meinem Meister. Ich kann mir nichts Besseres wünschen. Nein, es geht um eine Nachricht von ihm. Er würde gerne mit euch sprechen. Ich bitte euch, dicht an den Wasserbehälter heranzukommen, sodass er mit euch gedanklich Kontakt aufnehmen kann. Wasserbehälter, um was für ein Geschäft handelt es sich bei eurem Meister? Ich habe keine Zeit dafür, sucht euch jemand anderem. Der tut, worum ihr bittet. Na gut, obwohl ich es nicht gewohnt bin, durch Glas zu sprechen.
Bank nehmen wir mal die 1. Der Wasserbehälter ist eine Behinderung, auf die mein Meister gern verzichten würde, aber er ist komfortabler als die Kälte des Mauerwerks in der Stadt. Kommt dicht an ihn heran, der wird zu eurem Verstand sprechen. So ist das bei seiner Art. Bitte trödelt nicht, er wird in der Stadt Alarm auslösen, wenn ihr ihn warten lasst. Wir müssen näher an den Behälter herangehen. Keine große Herausforderung. Abonev, hört mich, hört meinen Willen, der direkt nach Gedanken spricht. Ich bin ein Botschafter und es gibt einen Dienst, den ich von euch verlange. Einen Dienst, den ihr für mich möglichst diskret und mit aller gebotener Eile ausführen werdet. Warum würde ich wohl so tief sinken wollen und für euch arbeiten, Fisch? Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass ihr in meinen Gedanken seid. Was für ein Wesen seid ihr, dass ihr so leicht Zugriff zu meinem Verstand habt?